So, liebe Freunde, guten Abend. Ja, Abend ist ja eigentlich noch früh, aber hier ist es ja schon morgens dunkel. Ich habe den Zustand erreicht, über den ich gesprochen habe. Ich habe sogar demnächst diesen Blog weiter delegiert. Brauche ich also nichts machen, außer ein bisschen Vorwort quatschen. Ne? Und dann stelle ich jetzt mal meinen Starkoch vor. Wie er mir das so geschickt hat, kann ich gar nicht alles vorlesen, das ist viel zu viel. Es handelt sich um Klaus Beckmann, Berlin, Johannesburg. Ja. Das Tolle daran ist, kennengelernt haben wir uns erst hier in Berlin durch meine Frau, die mit ihm im selben Hotel gearbeitet hat, er als Küchendirektor im Regent und sie hatte einen Service geleitet. Und ich kannte ihn nicht, habe aber zur selben Zeit, in derselben Stadt, in derselben Straße die Ausbildung mit ihm zusammen gemacht. Wir sind uns aber nicht begegnet. Das heißt also, ich war im Palasthotel, sehr mondän, ne, mit einer riesen Glasfront. Erzähle ich Ihnen ein andermal was darüber. Und er war ein Stückchen weiter, 500 Meter, keine 500 Meter, im Fancy Boutique Augusta Hotel. Na gut, das ist alles schon so lange her. Palasthotel gibt es nicht mehr. Paläste sind ja out. Augusta Hotel gibt's, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Das waren beides die angesagten Hotels in Mannheim in der wunderschönen Augusta-Anlage. So, er hat dann den Lebenslauf bestritten. Also, Kochausbildung, danach ist er in die Schweiz. Dann ist er nach Südafrika. In Südafrika war er sehr, sehr lange, hat einen permanent Resident. Das heißt also, er kann immer wieder dahin, er hat einen Pass, ne? Und ist natürlich auch Deutscher. Ne? Dann hat er zwischendurch mal in den 80ern Bristol Hotel Kempinski, damals die angesagte Hotel, das Hotel in Berlin, in dem Hildegard Knef und alle möglichen Leute da verkehrt haben. Ja. Dann war er mal in einem japanischen Restaurant. Er hat also alles kennengelernt. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Parkhotel Gütersloh, sehr schönes Hotel. Ne? Interconti, Küchenchef in Berlin. Sofitel, Shanghai, Küchenchef. Also wir haben hier jemanden vor uns, der weiß, was er tut. Und das, so habe ich ihn noch kennengelernt. Für ihn ist alles ein bisschen einfach. Jetzt spricht Sprachen. Ja, natürlich, ja. Was haben wir denn da? Deutsch steht hier. Das ist wohl etwas gelogen. Hm? Sagen wir mal, Monnemme. Ne? Ne? Weil Deutsch und Monnem, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber lustig. Englisch. Französisch küchenbezogen, Italienisch küchenbezogen, Japanisch küchenbezogen, Mandarin, 5 Jahre Training. Das ist doch schon mal was. Da kommt man durch die Welt. Ne? Und man schafft es in dem Blog von Bordins. Ne? Ne? Er wird das Ganze ein bisschen aufweiten. So, und jetzt lassen wir erstmal den Klaus sprechen. Er nimmt das Ganze sehr ernst und spricht vor allen Dingen auch Auszubildende an und wie man in der Küche eine Grundregel um anzufangen und viel, viel zu lernen. Das ist nämlich wichtig, damit man hinterher ein vernünftiges Ergebnis hat. Viel Spaß dabei. In meiner langjährigen Zeit in der Küche mit vielen Ausgebildeten und vielen auszubildenden Köchen und Mitarbeitern kommt man immer zu dem Punkt, dass man denkt, was machen die denn da eigentlich? Wissen die denn, was das ist, was sie da behandeln, wie sie das kochen? Und besonders für Azubis habe ich eine Regel aufgestellt. Alles, was ihr berührt in der Küche, erstmal was das Essen betrifft, die Lebensmittel betrifft, alles, was ihr berührt, müsst ihr wissen, was es ist.
auch wenn man jetzt einem ganz erfahrenen Koch fragt, ja, aber was hast du denn da jetzt dran gemacht? Pfeffer und Salz. Ja, was ist Salz? Beschreib mir das, was für Salz war es? Wie dosierst du das? Wo kommt Salz her? Gibt es Unterschiede im Salz? Was ist Salz überhaupt? Ist es ein Gewürz? Ist es eine Zutat? Wie kann man das einstufen? Was ist Salz? Das nächste, Pfeffer. Was ist Pfeffer? Ja, was für Pfeffer war es denn? Weißer Pfeffer? Schwarzer Pfeffer? Geschroteter Pfeffer? Grüner Pfeffer? Rosa Pfefferbeeren? Sind rosa Pfefferbeeren überhaupt Pfeffer? So, wisse alles, was du berührst in der Küche, wisse, was es ist. Durch dieses Wissen kreieren sich immer neue Zusammenhänge. Ich mache dann immer einen Zettel und sage zum Beispiel, wir bleiben beim Pfeffer, Gewürze, vorne hin Name. Pfeffer. Wie geht's weiter? Was brauchen wir in der Küche? Küchensprache Französisch. Pfeffer, Französisch. Poivre. So. Brauchen wir noch einen anderen Namen? Beim Pfeffer vielleicht nicht. Bei anderen Sachen, bei Gewürzen, Kräutern, brauchen wir vielleicht schon einen anderen Namen. Wenn ich jetzt sage, wir machen Kräuter, Basilikum, ja. Dann brauche ich Basilik Französisch, dann werde ich sicherlich Italienisch brauchen, weil Italien ist relevant für diese Zutat, also Basilico. Wir bleiben beim Pfeffer. Wie heißt der Pfeffer auf Deutsch? Also wie heißt das Grundprodukt? Wie heißt es auf Französisch? Brauchen wir einen lateinischen Namen? Brauchen wir einen botanischen Namen? Vielleicht, kommt darauf an, wie stark man in die Tiefe gehen möchte. Bei Pfeffer würde ich das zum Beispiel sagen, weil Pfeffer ist Piper, Piper nigrum. Da sieht man gleich, dass es ein Pfeffer ist. Wenn ich jetzt wieder zu den rosa Pfefferbeeren zurückkomme, ist der lateinische Name Ginus, Molle. Das sieht man gleich, es ist gar kein Pfeffer, sonst hätte er den gleichen botanischen Namen. So. Der Name auf Französisch, vielleicht noch eine relevante Sprache dazu. Wo kommt er her? Was ist es? Wozu wird es benutzt? Und vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn man jede Woche vielleicht Produkte in eine Liste einträgt, und nicht gleich 20, 30. Und die recherchiert und die das konsequent durchführt, hat man innerhalb eines Jahres sehr viel, auf das man zurückgreifen kann. Es fängt an mit Gewürzen, es geht weiter mit Kräutern, es geht weiter mit Käse. Da kommen wieder andere Klassifizierungen. Ganz wichtig, wo kommt der Käse her? Aus was für einer Milch? Eine gemischte Milch? Ist es eine pasteurisierte Milch? Ist es eine Morgenmilch? Ist es eine Abendmilch? Ist es eine Heumilch? Ist es eine Ziegenmilch? Ist es eine Schafsmilch? Pam, 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 pam. Und dann vielleicht was Spezifisches über den Käse oder den Gebrauch. Wozu benutze ich Camembert? Wozu benutze ich Cheddar? Je nachdem. Und was man dann in der Küche damit auch macht, kann dann sofort eingetragen werden und gilt als Referenz. Japanische Produkte. Was benutzt die japanische Küche? Auflisten. Was ist es? Wie heißt es vielleicht auf Deutsch, auf Englisch? Was wird damit gemacht? Vielleicht noch eine kleine historische Geschichte dazu. Das kann man aufbauen. Pastaformen zum Beispiel. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn man einige dieser Listen hat, kann man immer damit arbeiten. Ich möchte jetzt was Italienisches zusammenstellen, gehe ich in die Pastaform. Das ist dann nicht nur halt die Spaghetti, tralala, tralala, langweilig, oder die Penne, Penne rigate, wie heißen die Glatten?
Lische, gut, ist es in der Liste, dann gibt es die Radiatori, die Gemelli, die Orecchiette und so weiter und so weiter. Da habe ich gleich wieder ein Repertoire zusammen. Ich habe hier mal eine der Listen, so einen kleinen Sketch gemacht, wie sowas aussehen könnte. Ganz einfach auf Excel und mit einer Suchfunktion kann man auf alles zurückgreifen. Und die Hauptpunkte, die Beschreibungspunkte, kann man sich so zurechtlegen, dass es dann für den eigenen Gebrauch gut passt. Mein Tipp: Kenne alles, was du berührst. Danke.